Dreier, Beckenbauer direkt vor ihm, dann Breitner, Frau Schwarzenbeck, im Mittelfeld sehen wir Hoeneß, Netz und Bonhoff und im Sturm an der Spitze Ritschel, Seel und Heinkes. Meine Damen und Herren, die deutsche Mannschaft spielt von rechts nach links im Ballbesitz. 50.000 Zuschauer, nicht alle Plätze im ausverkauften Stadion besetzt. Strömender Regen, ein nasses Spielfeld, Bedingungen also, die den Deutschen spätestens seit Fritz Walters großen Tagen zum Vorteil gereichen sollen. Davon war in dieser ersten Halbzeit zunächst wenig zu spüren. Deutliche Vorteile für die Bulgaren. Die Deutschen konnten nur selten planvoll angreifen. Ein halbes Dutzend guter, vielversprechender Konter endete im Abseits. Nach 30 Minuten dann Angriff. Ein weiter Abschlag von Sepp Meyer. Hoeneß kann sich durchsetzen. Zweimal Nachschuss zuletzt in Heinz. Diese großartige Chance, beste in dieser ersten Halbzeit, vertan. Hier die Wiederholung. Seels Schuss und Heinkes Schuss in die Abwehr Bulgaren. Ein sehr hartes Spiel. Schiedsrichter Jean Dubach hat sich recht großzügig geleitet, hatte dennoch einige Arbeit zu verrichten. Das ist Außenverteidiger Zafirov, der Kapitän. Hinter ihm erkennen wir Lub Heinkes, den Linksaußen von Borussia Mönchengladbach. Freistoß Bulgarien. Einwurf für die Bulgaren. Nein, Franz Beckenbauer darf einwerfen. Hier sehen wir auch Schorsch Schwarzenbeck, den Vorstopper, gegen Alexandrov, den Mittelstürmer der Bulgaren. Entscheidend für die mindere Qualität des deutschen Spiels in dieser ersten Halbzeit war die Tatsache, dass sowohl Kolev als auch Panov, beiden Mittelfeldspieler von Kontrahenten Hoeneß und Bonhoff, nicht gehalten werden konnten. So immer wieder der Druck durch die Bulgaren. Sepp Meyer auf diesem nassen Boden hatte einige Mal Glück bei Aufsetzern, die knapp das Tor verfehlt oder nur über die Querlatte sprechen. Netzer, sehr einsatzfreudig, das muss man sagen, mit einigen hervorragenden Pässen auf die Flügel. Seel, das war kein elfmeterreifes Foul. Linksaußen, er spielt gegen Buchs. Noch sehen wir, wie offensiv die Spieler wurden. Hier hätte man Freistoß geben können. So, Schiedsrichter Dubach, der, ich sag, recht großzügig zu Werke geht. Netzer. Die Breitner wurden besonders hart attackiert. Seel wirft ein und dann erfolgt ein Wechsel. Heinkes angeschlagen, er soll eine Prellung haben. Für ihn kommt Anzenbein von Eintracht. Das sind jetzt die letzten Minuten, 3,5 Minuten der ersten Halbzeit. Wieder Seel. Schade, das war ebenfalls eine gute Möglichkeit. Wenn der Ball etwas mehr angewiesen wäre, wäre er zweifelsohne die Linie überschritten. Spitzenbein. Breitner.
den Posten des linken Außenverteidigers nicht, wie viele vermuten und vielleicht auch erwarten, neben Günter Netzer Real Madrid mitfällt. Eftimov der Liebe. Die Bulgaren in glänzender Kondition sind lauffreudig, kampfstark. Sie müssen dieses Europameisterschaftsspiel gewinnen, wenn sie sich noch eine Chance auf den ersten Platz in dieser Gruppe ausrechnen wollen. Sie wissen, die deutsche Mannschaft in den restlichen drei Spielen das Heimrecht. Malta gegen Recht und gegen Bulgarien. Also, etwas glücklich für die deutsche Mannschaft, aber nicht verdient. In wenigen Minuten, meine Damen und Herren, wird hier im Levski-Stadion in Sofia die zweite Halbzeit beginnen. Die deutsche Mannschaft ist bereits auf dem Spielfeld. Es steht 0:0 unentschieden. 50.000 Zuschauer. Das Stadion nicht ausverkauft. Der Grund: Dauerregen über der bulgarischen Hauptstadt seit zwei Tagen. Tiefer, seifiger Rasen. Wir haben in der ersten Halbzeit hier ein äußerst temperamentvolles Spiel gesehen mit 6-7 atemberaubenden Torszenen. 4 Chancen für die Bulgaren, 3 Möglichkeiten für den Europameister. Anstoß durch die bulgarische Mannschaft. Rückpass von Ritschel auf Detmeier, der großartig gehalten hat in den ersten 45 Minuten. Schwarzenbeck, Hölzenbein, der für den verletzten Jupp Heynckes kam in der 33. Minute. Safirov, Freistoß, Kolev. Breitner. Kolev, der Spielmacher. Wieder Kolev. Günter Netzer. Kämpferisch überzeugend im ersten Durchgang. Ihm gelangen auch einige lange Pässe. Hoeneß. Eftimov.
Denev. Der Libero. Ritschel. Ich werde sparsam kommentieren, meine Damen und Herren, da die Tonqualität ja alles andere als gut sein soll. Missverständnis zwischen Seel und Netzer. Alexandro. Sepp Maier im Torraum in der Luft attackiert und Freistoßentscheidung von Schiedsrichter Dubach aus der Schweiz. Beckenbauer. Immer wieder Koller. Safirov, der Kapitän, sehr offensiv.
als rechter Außenverteidiger. Schön geöffnet von Günther Netzer auf Bonhoff. Abseitsposition von Hoeneß im Moment der Ballabgabe. Netzer ist mitgegangen, Hölzenbein bietet sich an. Seel. Hölzenbein. Noch einmal Hölzenbein. Paul Breitner, Sie können es nicht sehen, liegt am Boden in der bulgarischen Hälfte, ist anscheinend angeschlagen. Breitner immer noch am Boden, hält sich die rechte Seite. Torwart Filipov ist weit aus seinem Tor heraus und jetzt wird das Spiel offensichtlich unterbrochen vom Schweizer Schiedsrichter. Im zweiten Durchgang 0:0 unentschieden. Das Spiel nach dieser Verletzung von Paul Breitner, der jetzt wieder auf den Beinen ist, geht weiter mit einem Einwurf. Hölzenbein. Freistoß, DNF. 8 Bulgaren im Strafraum. Und Abstoß. Berti Vogt auch heute Nachmittag sehr, sehr stark gegen den Linksaußen, gegen Denev, der zu den besten Bulgaren zählt.
überragende Spielerpersönlichkeit bei den Gastgebern. Fallrückzieher am Mann. Das ist natürlich nicht erlaubt und auch diese Entscheidung von Schiedsrichter Dubach ist richtig. Bei den Bulgaren wird ausgewechselt für die Nummer 7, Alexandrov. Kommt ein neuer Mann. Drakov mit der Nummer 13. Meine Damen und Herren, das kann man bereits jetzt in einem kleinen Zwischenfazit sagen, gehen hart zur Sache, scheuen keinen Zweikampf und waren bisher in der Wahl ihrer Mittel nicht immer fair. Auch hier eine Unkorrektheit. Letzter auf Bonov. Eftimov. Der neue Mann. Ritschel, der diesmal nicht vorbeikommt. Er wirkt einfach etwas schüchtern, er ist noch nicht ins Spiel gekommen, ihm ist noch nicht viel gelungen, genauso wie auf der anderen Seite Bernd Hölzenbein, dem anderen Außenstürmer. Der Offenbacher, er braucht etwas mehr Selbstvertrauen. Sapirov, der Kapitän, der rechte Verteidiger. Kolev, der von Günter Netzer beschattet werden soll.
leider keine Faltlupenwiederholungen in diesem Match, meine Damen und Herren. Dieser Ball ging aber sicherlich einen halben Meter über das deutsche Tor. Bonhoff, Seel, Breitner, Hölzenbein, Hoeneß, Kombination, Günther Netzer. Ferdi Vogt, Spiel schnell gemacht, aber der Ball war noch nicht freigegeben. Der Freistoß muss wiederholt werden. Die 50.000 quittieren hier jeden Freistoß für die deutsche Mannschaft mit Pfiffen. Sie haben es gehört, aber es gibt halt viele Freistöße für den Europameister und Weltmeister, weil die einheimische Mannschaft sehr konsequent, sehr hart und nicht immer fair zur Sache geht. Direkter Freistoß. Bonhoff. Spiel 20 Minuten 0:0. Dimitrov ist das. Möglichkeit. Drachow mit der Nummer 13 eingewechselt, der hier den Ball nicht traf. Sehr laufstark, sehr lauffreudig. Auch das nicht ganz abfallen, meine ich, dieses Abdrängen. Denev gegen Fuchs. Ein Foul des deutschen Außenverteidigers.